Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Hogwarts Legacy. Ich habe mich hier schon mal in einen Ort teleportiert, wo ich gerade noch mal ein bisschen gucken wollte, ob wir hier wieder was machen können. Und hier in der Nähe ist auch noch ein lila Krötenbau, wo ich noch mal gucken wollte, ob wir da vielleicht noch eine männliche Kröte kriegen. Ich habe inzwischen wieder ein paar Sachen identifiziert, mich umgezogen, meine Tiere, also zumindest das eine Mondkalb habe ich freigelassen und Sachen verkauft. Ich habe unter anderem auch das eine Mondkalb, was wir schon hatten, das bläuliche, und diesen hellerbräunlichen Knuddelmuff verkauft, weil wir den, wie gesagt, ja schon draußen hatten. Was ich jetzt noch in meinem Beutel habe, ist das Einhorn und die Kröte, wie gesagt. Und ich will jetzt mal bei diesem Krötenbau gucken, ob wir da eben eventuell einen männlichen bzw. weiblichen, ich weiß gerade nicht, welcher der ist, den wir haben, Kröterich finden. So. Wartet mal hier. Kann ich da... Und Fringo, Tatsache. Und da ist eine Truhe, aber die haben wir schon. Ich okay. Wohl in so einem kleinen Revelio. Dorf, ja, keine Ahnung. Umgezogen habe ich mich auch mal wieder. Hier ist noch ein Schloss, was wir öffnen können. Sehr schön. Wunderbar. Wir kommen doch gut voran. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, so ein paar Sachen verkauft. Bisschen aufgeräumt im Inventar. Meine Tiere nochmal gefüttert und... Also was heißt gefüttert? Füttern brauche ich es ja nicht mehr, aber gestreichelt, noch ein paar Sachen gesammelt von denen und so. Nichts Besonderes also. Oh, da haben wir noch eine Truhe. So. Na, hier war doch gerade noch jemand zu Hause. So, gehen wir mal nochmal nach oben. Da finden wir doch bestimmt auch noch was Schönes. Eine riesengroße Truhe. So. Sonst gibt es hier aber nichts. Okay. Ja, und danach möchte ich gerne die Aufgabe mit dem Sebastian erstmal angehen, wo wir nach Feldcroft müssen, um seine Schwester zu treffen. Revelio. Da ist noch eine Augentruhe. Die haben wir aber offenbar schon aufgemacht, oder? Wie sieht das hier aus? Die sieht offen aus, ja. Gut. Hier können wir auch rein. Alohomora. Sehr schön. So. Wunderbar. Ja, und zwei Schatzgewölbe sind hier auch noch in der Nähe, wo ich auch noch mal gucken will, ob wir da schon was machen können. Da oben sehe ich schon mal eine Truhe. Und hier? Oh. Das sieht mir doch fast ein bisschen wie Kürbispasteten aus. Hm, lecker. Wir können gleich mal gucken, was uns in diesem Ort noch fehlt. Aber ich denke mal auch nicht mehr so viel. Ocean. Na, das sieht hier aber sehr nach dunkler Zauberer aus. Sag mal. Ich finde ein bisschen blöd, dass die Truhen, die man schon aufgemacht hat, die großen... immer noch auf der Karte angezeigt, also oder die, dass die noch mit angezeigt werden bei Revelio. Das ist doch ein bisschen verwirrend, finde ich. Weil man denkt dann immer, man kann da noch was finden. Wenn man so weiter weg ist, erkennt man das halt auch schlecht. Wo muss ich denn hier wieder raus? Da. So. Schauen wir mal ganz kurz auf die Map, wie es hier aussieht in dem Ort, wo wir gerade sind. Also ihr seht, hier sind sogar vier Schatzgewölbe sind hier noch in der Nähe. So, und wir haben hier tatsächlich schon alles gefunden, Arryshire. Ah, Moment, mich juckt's gerade ein bisschen am Ohr. So, genau, dann gucken wir jetzt mal hier einfach diese Sachen noch an. Ob wir da die andere Kröte finden. Wartet, da gucke ich eben gerade, welche wir haben. So, wir haben die weibliche. Wir hätten gerne eine männliche. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob es denn da männliche Kröten gibt oder ob es tatsächlich wirklich nur weibliche Kröten gibt, offensichtlich. Mary Portmans Keller. Okay. So, da unten
Müssen wir runter? Lande mal hier. Da. Da ist tatsächlich eine männliche. Und die nehmen wir auch direkt mal mit. Zack. Ich gucke jetzt allerdings auch noch mal kurz, ob es hier zufällig eine mit so einem Sternchen dran gibt. Manchmal ist das ja komisch. Bleib mal stehen. Nee, du auch nicht. Du nicht? Nee. Ist tatsächlich bis jetzt nur dieser eine Knuddelmuff gewesen, der das Sternchen hatte, ne? Gut, dann haben wir das ja auch schon erledigt. Dann können wir weitergehen zum Schatzgewölbe. Und zwar das da. Na? Da will ich hin. Na, du? Nee, du hast auch kein Sternchen. Hoppala. Ah, hier ist auch schon das Schatzgewölbe. Gut. Wie kommen wir da rein? Einfach so? Aha. Alohomora. Schloss öffnen 2. Na? Bin nur schon einmal rum. Da. Oh, das war jetzt aber Glück, dass ich das direkt gefunden habe. So. Das sollte ich untersuchen. Das solltest du. Wunderbar. Einfach immer mal so ein paar... Was sind das? Revelio. Was ist das denn? Immer mal so ein paar Sachen hier abarbeiten. Huch. Wo ist es hin? Muss ich hier machen? Ah, da ist es. Ah, ich muss es wahrscheinlich fangen. Wo ist es jetzt? Jetzt ist es da. Ah. Okay. Und wieder eine Schuluniform. Mhm. Gut, das Schatzgewölbe haben wir auch erledigt. Wunderbar. Auf zum nächsten. Ja, wie gesagt, immer mal so ein paar Sachen auf der Karte mit abarbeiten, weil sonst haben wir nachher irgendwann die Story fertig und noch ganz viele Sachen, die wir nachholen müssen. Das ist halt dann auch ein bisschen doof. Das heißt, doof ist es nicht, aber ich will halt auch nicht alles dann erst am Ende so nachholen, weil man findet ja auch immer gute Sachen da in diesen Kisten und so. Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, das immer mal wieder mitzumachen und nebenher halt so ein bisschen die Story auch zu verfolgen. So, das hier, da brauchen wir doch ganz bestimmt diesen Würfel. Kann das sein? Ja. Sieht ganz danach aus. Okay. Dann holen wir uns den mal. Was ist das hier? Levioso. Ja, Levioso. Ah, da ist er. Mhm. Hm? Gavium Leviosa. So. Sehr schön. Damit müsste sich das jetzt eigentlich öffnen. Nein? Warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Jetzt? Jetzt. Okay. Hab nichts gehört, deswegen habe ich mich gewundert. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, Quatsch. Nein, das wird nicht gefährlich. 1000 Spinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Revelio. Hör mal.
Kannst mich doch nicht so erschrecken. Was ist denn das hier? Confringo. Nee. Frech. Revelio. Lumos. Habe ich sonst noch was? Oh, brauchen wir hier Bombarda vielleicht? Flipendo könnten wir noch probieren. Flipendo, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Flipendo. Nö. Von der Seite geht's nicht. Revelio. Da ist die Truhe. Aber was ist... Ist das einfach nur, weil der Boden hier ist? Zum drüberlaufen? Offensichtlich. Okay, ich glaube, wir haben das Schatzgewölbe geschafft. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Kiste da steht. Blindfisch. Naja. Gut. Dann haben wir das auch. Als nächstes gehen wir dann zu dem da. Nicht auf Kreis drücken, Lilly. X ist das, was wir brauchen. So, da wollen wir hin. Ganz nach oben. Hui. Da haben wir schon mal eine Merlins Prüfung gemacht. Guck mal hier. Yay. Eine Landeplattform. Sehr schön. Eine Herausforderung geschafft. Uniform des Mannschaftskapitäns. Wie viel brauchen wir jetzt? 4. Wir fehlen uns auch noch 3. Gut. Gut, gut, gut. Was ist hier oben los? Was ist hier oben los? Und wo vor allem? Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Schleudere einen brennenden Gegner mit Depulse in einen anderen. Ja, egal. Einfach erstmal die Spinnen töten. Revelio. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Aber echt, ey. Ach, der ist direkt mitgestorben hier. Von mir aus. Oh, hier können wir Tiere befreien, Leute. Was ist das? Oh, ein Niffler. Hallo, Homora. So, holen wir den raus. Den können wir aufsammeln und dann im Tierheim abgeben, quasi. Zack. So, mein Guter, wir passen auf dich auf. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Und hier ist auch noch was drin. Was bist du denn? Ist das ein Jobber-Null? Ich glaube nicht. Gucken wir mal, könnte was Neues sein. Nein. Bleib stehen. Okay, ich brauche... Wo ist es? Ah. Okay, wir haben es. Ich glaube, es war ein Jobber Null. Jetzt ist alles gut. Gerettet.
erstmal, dass wir welche aus dem Käfig gerettet haben. Was haben wir denn da? Okay. Hier ist der Würfel. Den werde ich wohl für das Schatz... Was ist das denn da hinten? Was ist das? Revelio. Seht ihr das? Das ist ein Busch, oh mein Gott. Was ist das? So, wartet mal, wo war denn jetzt hier das Schatzgewölbe? Hier war die Plattform, hier oben. Okay. So. Da, 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 da. Schön, dass wir die jetzt auch alle, fast alle inzwischen aufmachen können. So. Ich glaube, das eine bei dieser Spinnen, Grotte, also wo die Spinnen unten sind, da weiter oben. Sieht interessant aus. Das können wir, glaube ich, auch inzwischen aufmachen, wo immer diese Inferi davor stehen. Das war, glaube ich. Oh. Revelio. Och nee, Spinnenwetten. Oh, i. Incendio. Contringo. Einfach töten, einfach töten. Incendio. Contringo. Ringo. Okay, okay. Level up. Wenigstens keine Spinnen. Revelio. Super. Noch ein Schatzgewölbe geschafft. Ui. Wie gesagt, Gott sei Dank keine Spinnen. Ihr habt mich trotzdem erschrocken, wo das da aus dem Boden gekrabbelt kam. So. Eins hatten wir noch. So, Sekunde. Hier. Genau. Ach so. Ich hatte gerade ein Fusselchen an der Nase, die du sollst auf deinen lustigen Besen aufsteigen, Fräulein. Braucht man dafür jetzt den Würfel? Wie komme ich denn da hin? Hier rein. Flup, 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 flup. So, ja, hier braucht man den Würfel. Den habe ich doch gerade schon irgendwo stehen sehen. Wo war das denn jetzt? Sekunde. Ich muss ihn nur kurz finden, den Würfel. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gerade da. So. Also. Incendio. Erstmal mitnehmen. Du, 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 du. Ja. Und Incendio. Hä? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hallo? Levioso. Warum nicht? Incendio. Hä? Willst du mich veräppeln? Warum kann ich den Würfel nicht anzünden? Moment. Muss ich hier die komischen Blätter anzünden? Willst du das von mir? Nee. Oder doch? Nee. Jetzt brennt er doch, oder nicht? Jetzt brennt er nicht mehr. Hä? Bin ich doof?
So, ist jetzt offen? War die ganze Zeit schon offen? Bin ich das einfach blöd? Ich glaube, ich bin einfach blöd. Wahrscheinlich war schon die ganze Zeit offen. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Mal wieder. Ach, das ist wieder so ein Rätsel. Yep. Das kriege ich hin. Revelio. Da geht's weiter. Hä? Nee. Bist du blöd? Moment. Die Kiste? Hier ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist doch hier kaputt. Was zur Hölle? Müsste ich nicht einfach eigentlich da rüberkommen, wenn ich mich da drauf stelle? Ja. Revelio. Ist die Kiste aber immer noch auf der anderen Seite? Bin ich doof? Incendio. Contringo. Sag mal. Incendio. Incendio. Contringo. Ja. Ich glaube, hier ist was kaputt. Bin zu doof. Muss ich den Würfel von draußen mit reinnehmen? Das geht ja gar nicht. Wenn ich den Würfel hier reinhole, dann geht ja die Tür zu. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Komm mit. Moment. Ich glaube zwar nicht, dass das Rätsels Lösung ist, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, Freunde. Come on. Nee, ich krieg den ja auf dem Sockel gar nicht drauf. Der will ja nicht hoch, der blöde Würfel. So, wartet mal. Dass das so richtig ist. Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. So. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich hier falsch mache. Ich muss mich hier draufstellen. Eigentlich müsste ich doch dann in den Raum kommen, wo die verdammte Kiste ist. Revelio. Aber es geht nicht. Ich kann... Tja, keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nicht, was hier verkehrt ist. Revelio. Hier ist ja auch nichts sonst. Nur das. Eigentlich müsste es so funktionieren, wie ich mir denke. Ich komme dann
in den Raum da drüben. Aber ich kann ja auch das hier nicht ausmachen. Probier's so. Oder doch? Oh mein Gott, ich kann es ausmachen. Wieso hat es vorher nicht funktioniert? Ich habe es doch vorher schon mal so ausprobiert. Meine Güte. Oh, und jetzt habe ich die Kiste. Sehr gut. Und jetzt kann ich einfach wieder hier drauf und komme wieder raus. Maybe. Ja, sehr gut. Okay, dann hat es ja doch noch funktioniert, auch wenn es lang gedauert hat. Ich habe doch mit Glacius vorher schon probiert und da hat es nicht ausgemacht. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen genauer drauf spielen müssen. Weiß ich nicht. Hat schon Zeit. Egal. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Gut. Dann gehen wir jetzt noch zu dieser Prüfung hier. Ich würde sagen, dann nehmen wir nachher gleich noch diese beiden, also in der nächsten Folge dann wahrscheinlich, diese beiden Flohflammen hier mit. Und vielleicht gucken wir dann hier drüben diese beiden Sachen noch an. So, ja, die Prüfung würde ich sagen, die machen wir noch. Und dann würde ich sagen, ist auch gut für heute. Nee, du sollst... Hallo? Nimm nochmal deinen Besen. Was mache ich denn falsch? Achso, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, Lilly, wenn man den falschen Knopf drückt, dann kann das ja nicht funktionieren, nicht wahr? Er musste schon den richtigen Knopf drücken. Von all diesen Knöpfen, die es so gibt. Huch. Was, hast du diesmal, was war das denn gerade? Das ist eine einfache Prüfung. Da hinten prügeln sich welche, glaube ich. So, da brauchen wir Confringo. Und zack, und zack, und zack, und zackidi-zack. Das ging schnell. Merlins kriegen mich nicht klein. Yay. Wundervoll. Okay, dann haben wir noch Zeit. Dann können wir vielleicht doch noch eben schnell die alte Magieprüfung machen. So, wartet, wo war die? Beziehungsweise die zwei Flohflammen hier mitnehmen. Machen wir das mal fix. Ja. Einmal hier. Na, hier ist wieder so ein Häuschen. Hier wird vielleicht wieder jemand sein, der Hilfe braucht. Und hier ist auch eine Kiste irgendwo. Sekunde. Bipopapapop. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Schreck mich doch nicht so. Was stehst du denn hier so rum? Steht er da einfach hinterm Haus? Ich glaube, es geht los. So, ist hier keiner? Nö, kann ich bloß eine Menge Geld klauen. Ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, alles klar. Gut, Freunde, dann machen wir noch die andere. Mann! Sag mal, was ist denn los mit euch? Das ist ja gruselig. Hier unten habe ich doch gerade Gegner gesehen. Da. Petrificus Totalus. Setz dich mal, mach dich mal klein so. Nicht? Ja. Petrificus Totalus. Und Petrificus Totalus. Yay. Wundervoll. Wartet, die eine Flohflamme holen wir uns noch. Das ist die hier hinten. Das ist ein neuer Ort. Brockborough. Oder Brookborough. Ja, irgendwie so. Genau, die holen wir uns noch und dann ist Feierabend. So. Bitte, da gibt es auch wieder Quests. Die werden wir jetzt aber gerade mal nicht annehmen. Gibt es denn hier ein paar Ballons vielleicht? Was ist das hier? Eine Truhe. Einfach so. Nehme ich doch gerne mit. Usch. So.
Da sind tatsächlich Ballons und eine Prüfung und alles Mögliche. Das können wir dann alles beim nächsten Mal machen, ihr Lieben. Jetzt gehen wir noch eben schnell. Wer hier wohl wohnt? So. Zur Flamme. So. Und das soll es aber dann wirklich für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Hogwarts Legacy. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.